So, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine junge Frau, die deutsche Nationaltorhüterin im Eishockey ist und in wenigen Wochen in Sotschi für Deutschland halten wird. Bitte begrüßen Sie Fiona Harrer. Herzlich willkommen. Wahnsinn. Den ganzen Krempel muss man immer anziehen, oder? Ja, das ist ja nur die Hälfte. Ja. Um so eine Treppe runterzukommen, ist das nicht das Richtige. Gar nicht wirklich. Gibt es diese Klamotten auch extra in Ladies Size? Na, ist alles standardisiert. Also man spielt halt da die Größe, die passt, aber versucht natürlich so groß wie möglich, weil man ja viel ausfüllen will. Ja. Tut weh? Nein. Da kann man also richtig was gegenkriegen, da ist noch nichts Größeres passiert, oder? Ja doch, ab und zu passiert schon mal was, also ein paar Knochenbrüche habe ich schon gehabt, aber eher im Schulterbereich, also da an den Schienen, das ist ganz ungefährlich. Ja. Wie kommt man als junge, hübsche Frau dazu, Eishockey zu spielen? Normalerweise macht man, strickt man oder man kocht oder so. Ja gut, bei uns ist gerade Häkeln ganz in der Mannschaft. Häkeln ist in der Mannschaft? Ja. Echt, in der deutschen Eishockey-Nationalfrauen-Nationalmannschaft? Ja. Ist Häkeln in? Ja, wird in der Freizeit immer gehäkelt. Okay. Ja. Ist das Nationalmannschaftstrikot? Ja, ist für dich. Geht's nach Sotschi? Ach, für mich? Ja, habe ich dir mitgebracht. Kannst du da kann ich ja doch bei der Band mitmachen. Ja, es ist das Originaltrikot, das wir in Sotschi tragen werden. Ja. Ah, tatsächlich? Passe ich denn da rein? Ja, schaut ein bisschen klein aus. Ich probier's mal. Ich probier. Ja. Mach mal. Ja. Sehr gut. Passt so. Es sitzt geht dir aber kein Schutz mehr drunter. Geht aber kein Schutz mehr drunter. Das lasse ich gleich an, denn ich muss dir ein paar Dinger aufs Tor schießen. Ja. Musst du dir noch andere Klamotten anziehen, damit es dir nicht wehtut, wenn ich, sagen wir mal, mitten zwischen die Augen schieße? Ja, also ich ziehe noch Maske und Brustschutz an, vorsichtshalber. Ich weiß nicht, wie gut du schießen kannst, ob du das Tor überhaupt triffst, aber. Ah. Okay. Wenn du, was ist die Plural von Pucks eigentlich? Von Puck? Ist es Pucks? Pucks. Pucks. Ja. So einfach geht das. Okay. Musst du das denn jetzt machen? Wie lange brauchst du, bis du dich da angezogen hast? 3 Minuten noch. Ist ganz schnell erledigt. Ah, okay. Wollen wir es mal probieren? Soll ich dir helfen? Ich glaube, ich schaff's alleine. Du schaffst es alleine? Also, es sieht schon lustig aus. Komm, wir stehen schon mal auf. So. Die Buchse sieht ein bisschen zu groß aus. Du trägst auch ein Unterleibsuspensorium? Ja. Also, das ist der Tiefschutz. Der T-Schutz. Der T-Schutz und das ist der Straps hier. Ah, ja. Wo sind die Femenprotestlerinnen, wenn man sie braucht? So, okay, dann legen wir mal los. So, ich ziehe nur schon mal meine Schlittschuhe aus. Schlittschuhe aus? Nein, die Schoner. Nur die Schoner, nicht, dass mich dann hier gleich. Ja, ich lasse meine Schuhe an. Ich schieße aus dem Stehen mit den Schuhen. Okay. Ja, das ist so, das Metier bin ich nicht gewohnt. Was ist das, so eine Art Teflon oder was hier? Da, glaube ich, bricht man sich schnell die Knochen, oder? Das ist ja nicht das, wo man wirklich drauf spielt, oder? Man macht ja im Sommertraining auf sowas. Ja, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, kommt schon vor, aber. Okay. Ich mache schon mal ein paar Trainingsschüsse. Ja. Kann ich den Stock nehmen hier? Ja. Wie viele Mitglieder hat so ein Team? So ein Eishockey-Damen-Team? 22, 23, ja, 25? 20 plus 3, oder? Ja. Habt ihr Chancen bei der. Bei den Olympischen Spielen oder ist das deutsche Frauen-Eishockey noch nicht so weit im internationalen Vergleich, dass man da mit dem Titel rechnen könnte? Ja, also jetzt um Gold und Silber können wir nicht mitspielen, aber der Rest ist eigentlich relativ nah beieinander. Wir hoffen, dass wir bei uns in der Gruppe Zweiter werden und ins Viertelfinale einziehen. Ja. Gibt es eigentlich beim Frauen-Eishockey auch Schlägereien, wie man das so aus der NFL oder aus der deutschen Eishockey-Liga kennt? Geht das, dass man da wirklich so lange auf sich einprügelt, bis einer am Eis liegt? Es kommt eher selten vor. Ja? Ja. Wie setzt ihr euch auseinander? Kratzen oder was? Nee. Haare ziehen? Verbal. Verbal, okay. So, wir machen kurz eine kleine Werbung. Und wenn Fiona alle ihren Schutz angezogen hat, dann sind wir wieder zurück. Und dann setzt es ein Torfeuerwerk, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran, bis gleich.
Wir sind fast fertig. Ich habe mir doch mal die Schlittschuhe an. Soll ich dir helfen? Ich habe noch kleine Probleme mit dem Trikot, weil ich habe das noch nie angehabt. Und das ist das Trikot noch nie angehabt? Ist zu eng? Ja, ist zu eng. Aber sonst geht es ja auch ohne Trikot, oder? Ja, Hauptsache, also, du verletzt dich nicht. Soll ich mal probieren, dir zu helfen? Aber ich versuch's nochmal. Ja, so ist gut. Ich helfe dir, komm. Komm. Wir geben doch nicht auf. Der Kampf im Trikot. Was ist das denn? Das ist kein gutes Oben für Sochi. Ja. So. So, jetzt Arm rein hier. Komm. Wo ist er denn? Ja, ich schwitze schon. Ja. So. Das ist beim Eishockey das Nervigste, dass es so unglaublich lange dauert, bis man sich angezogen hat, oder? Ja, gerade das Torwart. Ah, so, hier. So. So. Ja. Was denn? So. Okay. Du bist früher gab es ja auch diese Masken, die direkt am Gesicht anliegen, ne? Ja, das ist aber schon sehr lange her. Okay. Das ist ein Fanghandschuh. Wir gucken uns das gleich noch genauer an. Ich gehe schon mal nach vorne. Mal gucken, ob ich auf diesem Geläuf. Weißt du, wie das heißt hier, dieses Geläuf? Plastik oder was? So richtig laufen? Boah! Aber bremst. Es geht also aber mit viel. Ja. Ich muss ja nicht viel fahren. So richtig fahren kann man da nicht, oder? So, lass erstmal den Handschuh sehen. Ich guck mir das jetzt erstmal an. Da kann man sehr gut gehen auf dem Eis. Man rutscht gar nicht weg. Okay, damit kannst du überhaupt den Puck manchmal sehen. Ich habe manchmal den Eindruck, so schnell wie die schießen, ist es einfach sehr viel Glück, ob man den fängt oder nicht. Muss man da ein sehr gutes Auge haben oder ist es tatsächlich Glück, dass man nur weiß, ungefähr da kommt er hin und weil der Handschuh so groß ist, fällt er, wenn man Glück hat, da rein. Ja gut, kommt auf die Distanz drauf an, es ist schon Können dabei. Also man versucht es schon zu antizipieren, man braucht gute Augen. Ja. Und ja, aber es ist auch Intuition, dass ich halt ungefähr weiß, wo der Puck hingeht. Okay. Macht ihr auch mal so hier vor dem Spiel? Ja, ehrlich. Man kann sich eigentlich nicht wehtun, ne? Na, kannst voll draufhauen jetzt. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob der Puck da durch die Brille durch. Das hast du auch mal ausprobiert, ja? Dass der nicht durch das Gitter durchpasst. Ja. Stimmt. Ja, aber knapp. Wenn der mal richtig Zug drauf ist und der sich ein bisschen deformiert, dann ist er im Auge, ne? Ja, ist schon knapp. Hier an der Seite, bis zum Backenknochen kommt er, ne? Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass du da genau durchtriffst. Das muss das Ziel sein. Ich ziele jedenfalls darauf. Muss man hart im Nehmen sein? Gibt's das oder gibt's das beim Eishockey, dass die Frauen auch mal, dass sie mal hinfahren und sagen, aua? Ja, eher weniger. Das sind eher die Fußballer. Ja, okay. So, jetzt geht's los. Bin mal gespannt, wie gut die Schüsse sind. Wenn man so viele Klamotten anhat da im Tor, ne? Dann wird das Tor ganz schön klein. Mhm. Kannst du anhand dessen, wie ich den Schläger jetzt schon halte, kannst du schon sehen, wo ich hinschießen will? Ja, so jetzt gerade nicht. Nee, ne? Ich mache so. Ja, dann schießt du hoch. Ja. Also du löffelst ihn hoch. Obwohl die Aber es ist immer sehr schwierig, bei Hobbyspielern das zu lesen. Also es ist einfacher bei Leuten, die auch da hinschießen können, wo sie hinschießen wollen. Ja. Hör mal, Penalty. Ich komme vorne und trickst dich noch aus. Aber pass auf, okay, es geht los. Ah, knapp daneben. Aber schon Schmack ist ja aber nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Das sind ja die einzigen Lücken. Also sag mal, bestimmt 3/4 vom Tor sind vom Torhüter verdeckt. Das fällt mir jetzt erst auf durch diesen Riesen. Ja, wenn man richtig steht, hat man schon die halbe Miete. Ja. Ah, sehr gut. Das hast du jetzt gesehen, dass der flach kommt. Das hast du jetzt gesehen, dass der flach kommt, ja? Ja. Okay. Ah, die Richtung hast du gesehen, aber ich hab die linke Ecke versucht. Das war ein Überraschungsschuss. Also der. Ja, okay. Ah, das ist so schon schwer. So. Wow, der war aber knapp. Der war nicht schlecht. Der war knapp, wenn du den... Ja, du musst schon ins Tor treffen. Ah. Ja, nicht schlecht. Okay. Komm. Wow, das war echt schwer. So, die Schiene aber noch. Komm mal, einen machen. Nein, nein, da ist er! Ja! Nein, hier verschreckt. Wow.
Sehr gut. So, viel Glück in Sotschi. Danke. Ich glaube, es wird ein Überraschungserfolg. Wir kommen aufs Treppchen. Ja. Ich bin da drauf. Fiona Harrer, viel Glück und viel Erfolg weiterhin. Danke. In der Mittelnationalmannschaft. So, jetzt morgen. Ganz schön anstrengend hier so rumstehen auf dem Eis. Jetzt kommt die Big Bang Theory und dann morgen Pierre M. Krause bei uns und vieles mehr. Bleiben Sie dran, bis morgen. Tschüss.